So, und dann gehen wir in die Herausforderung. Was müssen wir hier überhaupt tun? Ich muss sie ausschalten. Okay, einfach nur ausschalten. Ausweichen. Ja, so schalten wir die nicht aus. Aua. Oh, da haben wir gleich ordentlich einstecken müssen hier. Irgendwie war das witziger noch mit Holo-Gegner, muss man sagen. So, irgendwie muss man hier den Großteil der Nebenmissionen fast nur noch kämpfen, hat man das Gefühl. Fast nur noch Kampfmissionen alles hier. So. Herausforderungspunkte haben wir auf jeden Fall schon einige bekommen. So, dann haben wir noch eine Tür, die wir... Ups. Bam. Da hätten wir noch gerade die Autotür verwenden können. So, der ist erledigt. Machen wir direkt bei dir hier weiter. So, bleib da mal liegen. Du bleibst auch da liegen. Ach, du warst eh schon erledigt. So, Adi, glaube ich, bringen mehr Punkte, diese. Ah. Nee, bringt jeder nur 100, oder? Egal, wie wir sie ausschalten, ich weiß gar nicht. Ob das da unterschiedlich viele Punkte gibt, wenn wir sie mit Finisher ausschalten. Schauen wir mal. Ah ja, doch, der bringt 200 Punkte, wenn wir sie mit Finisher ausschalten. Na, dann machen wir lieber ein paar Finisher noch. Wenn das mehr Punkte gibt, warum nicht? So, einer müsste noch da vorne jetzt gleich kommen. Genau. Den können wir hier auch noch direkt ausschalten. Schön. Perfektion. Oh, wütende Fäuste, Trophäe erhalten. Nice. Keine Ahnung wofür, aber wir haben eine Trophäe erhalten. Die Herausforderung war machbar. So, hier haben wir noch ein Wahrzeichen, was fotografiert werden will. Na dann fotografieren wir es doch einfach. Tun wir dem Wahrzeichen den Gefallen und lassen es nicht zurück. Schwingen uns weiter hier durch diesen wunderschönen Central Park. So, dann mal nach da vorne. Und 200 Meter, die uns noch trennen von diesem wunderbaren Fotospot hier. So, Fotospot wäre gefunden. Dann mal hier ranzoomen. Und Foto gemacht. So, wir machen hier den Dean auch noch gleich, weil wir hier sowieso schon sind, das Ding. Wäre ja doof, wenn wir dann nochmal dahin müssten irgendwann. Dann lieber hier nochmal das Museum hier fotografieren. Erledigt. Nice. So, dann haben wir noch hier einen Rucksack und dann machen wir nochmal die eine Versteck, was da noch auf uns wartet. Das ist echt Wahnsinn, wie viele von diesen Verstecken sie da hier untergebracht haben. Da sehen wir auch schon die Basis hier von Sable, der wir uns gleich hier stellen müssen, aber vorher holen wir uns noch den Rucksack. Was ist das denn? Eine PlayStation Vita? Bei Observierungen muss ich doch was zu tun haben. Hm. Sieht spannend aus. Da Spiel von Sony ist, hätten sie doch echt eigentlich eine PlayStation Vita oder sowas nehmen können, oder? Hätte auf jeden Fall gut gepasst. Warum er sie jetzt genau da abgesetzt hat, weiß ich aber auch nicht. So, ich hatte gerade den Amazing Spider-Man-Anzug, aber wir können aber mal wieder einen neuen Anzug uns kaufen. Zum Beispiel... Oh, es gibt echt so krass viel Anzug in diesem Spiel. So, wo fangen wir an? Da ist ganz oben, gell? Da ist oben, genau. Fangen wir doch einfach mal mit dem Anzug hier an. Mit dem Secret War Anzug. Irgendjemand wollte von doch eh den Secret Anzug. Entlädt verstärkte MP-Spitzen, um Gegner zu betäuben und ihre Waffen zu deaktivieren. Oh, das klingt aber gut. Das könnten wir vielleicht ganz gut gebrauchen gegen Sable. War nicht schlecht. Nehmen wir doch mal den Secret Anzug hier. Schauen wir mal, ob wir den Gegner damit ihre Geheimnisse entlocken können. Sieht irgendwie aus wie so ein Trainingsanzug. Diese Blau-Schwarz-Mischung hier. Blau-Schwarz-Rot-Mischung. So, ich glaube, die versuchen wir mal leise zu erwischen, weil die sind sonst nervig da oben. Yuri, ich beobachte ein Sable-Lager. Sie haben Gefangene. Aber ich weiß nicht, was ihnen vorgeworfen wird. Wir wollen ja keine Gangster freilassen. Die echten Gangster werden uns übergeben. Die Gefangenen haben nichts gemacht, wofür man sie anklagen kann. Das verstößt in mindestens 2 Punkten gegen die Verfassung. Okay, ich organisiere dann mal einen Knastausbruch. Prison Break! So, der darf jetzt nicht in unsere Richtung schauen, dann können wir ihn auch schnell besiegen hier. Sehr gut. Das wäre schon mal gelöst. Die Sniper sind schon mal weg hier draußen. Dann machen wir mal hier oben ein bisschen weiter und versuchen mal noch auszuschalten, wer noch gefährlich aussieht. Ups, einmal nach da oben. Dann eben nicht nach da oben. So, können wir den leise eliminieren. Geh mal darüber, Spidey. Genau, den können wir leise eliminieren. Träum süß. Gute Nacht, mein Freund. Oh, hier sind viele von denen, von Sable-Leuten. Weg ist er. Oh, der. Jetzt haben sie mich gesehen. Nein, sie haben mich entdeckt. Frechheit. So, aber das war noch nicht alles. Genau, wir machen... Ich mache euch alle. Hier haben wir auf jeden Fall viel Zeug, was wir auf die werfen können. Oder? Können wir gar nicht so viel Zeug auf die werfen? Schaltet ihn aus, sofort.
Genau, kommt alle von einer Seite auf mich zu. Das ist eine super Sache. Achso, die können wir... So, finde ich super, wenn ihr so bleibt. Genau. Ach, die können wir gleich finishen, wenn du hier eh schon gerade vorbeikommst. Agent verwundet. Agent am Boden. Noch ein Agent am Boden. So mag ich meine Agents. Am Boden. Ups. Da schießen die Agents schon wieder auf mich. Warum schießen denn die Agents immer auf mich? Was habe ich den Agents denn schon wieder getan? Ich habe sie doch nur zum Boden geschmissen. Oh, Granate, 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 Granate weg. Granate hat mich leider ein bisschen zu sehr mitgenommen. So, da haben wir gerade die Anzugkraft übrigens gesehen. Sehr mächtig, wie ihr seht. Können wir auf jeden Fall viele Gegner gleichzeitig kurzzeitig loswerden. Nein, du solltest doch den anderen da angreifen. Ups, ausweichen. Genau, den nimmst du mal bitte den... Ach, komm. Wieso nimmst du den Schild... Oh, wieso hast du den Schild nicht weggenommen? Du solltest den doch den Schild wegnehmen. Er widersetzt sich. Wer hätte das gesagt? Er lässt sich nicht einfach so umbringen. Das ist echt immer noch das Beste, immer die Gegner wegzuschmeißen einfach. Das macht mit Abstand am meisten Spaß. So. Du willst betäubt werden und dann wirst du auch noch gleich weggeworfen auf deinen Kollegen hier. So, komm mal her. Päckchen mit Päckchen besiegen hier. So, die packen das gar nicht hier, wie wir mit ihnen fertig werden. Der hat einfach eine Granate fallen lassen, der andere Kollege. Auch geil. Hat einfach so eine Granate fallen lassen. Ja, warum auch nicht? So. Könnt ihr nicht einfach mal am Boden liegen bleiben, wenn ihr da schon liegt? So. Da sind noch mehr. Wisst ihr, es würde noch viel mehr Spaß machen, wenn ihr Piu-Piu machen würdet. Müssen wir den Gegner mal beibringen, dass sie Piu-Piu machen. Vielleicht machen sie es dann irgendwann. Ich glaube aber nicht, dass sie uns den Gefallen tun werden. Schade eigentlich. Oh, Rückendeckung brauchst du. Ich glaube, vorne hättest du mehr Deckung gebraucht. Nicht am Rücken. Zack, boom ins Gesicht. Verstärkung? Verstärkung gibt's keine. Verstärkung ist aus. Ihr seid hartnäckig, Leute. Was zahlt man euch hierfür? Ich frag für einen Freund. So, Spider-Man, du wirst dich jetzt nicht hier Sable anschließen, nur weil sie besser zahlen als niemand. Spider-Man, ich habe recherchiert. Die Gefangenen haben nur gegen Sables brutales Vorgehen protestiert. Verstanden. Dagegen protestiere ich jetzt auch. Ich sag dir Bescheid, wie es läuft. Mit Brutalität protestieren wir dagegen. Ich hasse diese Typen. Ich hasse diese Typen. Wo ist er hin? Da ist er hin. Bleib gefälligst am Boden, da wo du hingehörst. Boah, das sah ja cool aus hier, diese Lance-Flare-Effekte gerade eben. Oh, da fliegt noch irgendwo einer. Ich höre noch einen. Irgendwo ist noch so ein Flugtyp gewesen. Oder? Irgendwo ist noch einer. Ich höre einen. Wo ist der? Hä? Oder ist das das... Nein, ich dachte, ich kann die Granate noch umhauen. Aber die Granate hat mir gar nicht so viel Schaden gemacht eigentlich. So. Du sollst dir den Schild wegnehmen. Ich wollte eigentlich von Anfang an den anderen Typen treffen. So, komm, bleib mal hier. So. Die werden wir los. Klappt auch wunderbar hier mit dem Kämpfen. Bleib einfach liegen. Bleib liegen. Dankeschön. Es war gut, dass wir die Netzschießer so aufgefüllt haben. Die Fähigkeit zu verbessern war sehr effektiv. So. Du willst doch bestimmt deine Waffe hergeben. So, und dann willst du auch gleich liegen bleiben. Nee. Genau, eure eigene Granate ist da im Anflug. Zwischendurch nochmal eine schöne Finisher reinhauen, damit wir auch nicht vergessen, wie die gehen. Ihr macht das doch für Geld, oder? Wie viel muss ich zahlen? Und sagt bloß nicht mehr als 20. Na, Spidey hat schon fast denselben Spruch gebracht, aber nur fast. Ach, der da hinten, das ist der mit dem Jetpack, der hängt hier immer noch irgendwo fest, alles klar. Also ich höre ihn zumindest noch, aber ich glaube, das ist trotzdem derselbe Typ. Hat er sogar eine Pistole gehabt, der Typ gerade eben? Die hat er bloß nicht genutzt gegen uns, nur umso besser. Ach komm. Einfach hier nochmal in die anderen Typen reinschmeißen. Ja! Ach, ist das schön. Gegner mit Gegnern besiegen. Nee. Einmal betäuben und dann hier... Wir üben das nochmal. Also was wir hier schon alles am Päckchen verpackt haben von den Gegnern, ist herzallerliebst. Nee, ist beide da nicht entlanglaufen. Oh, da kommt einer von den Flugtypen. Komm her. Dann wirst du nämlich gleich im Flug eliminiert. Oh, die Gegner sind so weit weg, dass ich sie... Ah doch, den kann man noch finishen hier. So, na, ein Finish. Habt ihr Jungs das Gefühl, durch eure Helme wird das unpersönlicher? Ich meine, Kopf, Deckel, ich weiß schon. Die Granate haben wir ihn quasi aus der Luft weggenommen. Boom. So, klebt alle mal festkleben, bitteschön. Oh, du hast noch ein Schild.
Den nehmen wir dir besser weg. Den nehmen wir besser weg. So, war das schon alles? Ach nee, da ist noch einer. Jetzt klebt er. Da fliegt noch einer da vorne. So, komm mal her. Du sollst herkommen, habe ich gesagt. Und dann wirst du nämlich auch festgeklebt. Na, komm her. Nice. So, das war aber noch nicht alles. Ein paar bleiben hier noch übrig. Du zum Beispiel. Oh. Wir haben uns bei der Basis gut angestellt. Dadurch, dass wir hier uns hinten versteckt haben, sind nämlich nicht immer alle Gegner gleichzeitig gekommen. Und das hat die Sache doch erheblich leichter gemacht. So. Einmal Waffe hergeben. Dann bitte einmal mitnehmen lassen. Upp, ausweichen. So, und euch machen wir jetzt im Nahkampf kaputt. Wenn wir schon unsere Fähigkeiten haben, dann sollten wir sie auch nutzen. Bam. So. Oh, du hast noch einen Raketenwerfer, habe ich gerade gesehen. Ja, im Nahkampf ist der Raketenwerfer jetzt nicht die Waffe der Wahl, würde ich behaupten. So. Dich noch betäuben und dann bist du auch schon fast der Letzte. Einen haben wir da drüben noch irgendwo. Der versucht aber auch gerade wegzulaufen. Irgendwo hier? Nee, Kollege. Hier wird nicht weggelaufen. Hier wird nur besiegt. Tut mir leid. Bumm. Erledigt. Ha, schön. Mal im Ernst. Was hattet ihr denn erwartet? Ein paar tote Gegner hatten wir erwartet. Nee, tot nicht. Wir sind ja Spider-Man. Ein paar erledigte Gegner haben wir erwartet und die haben wir bekommen. Von daher sind wir damit sehr zufrieden. So, Leute haben auch befreit. Bitteschön. Vielen Dank, Spider-Man. Auf dich können wir uns verlassen. Ja, man hilft, wo man kann. Captain, die Gegend ist sicher und die Zellen leer. Offiziell ist das inakzeptabel. Inoffiziell? Danke. Will ich Weihnachtsplätzchen? Natürlich will ich Weihnachtsplätzchen. Bin ich voll dafür. So, wäre geschafft. Ich hätte meine andere Fähigkeit hätte ich noch ein bisschen öfters nutzen müssen, vielleicht von dem Anzug, den ich da bekommen habe. So, hier sind wir schon ziemlich durch. Müssten wir nur noch diese Verbrechen theoretisch machen. Dann machen wir doch einfach hier weiter in dem Bezirk. Da gibt es auch neue Aufgaben. Unter anderem hier eine Mission. Ich glaube, das nächste ist wahrscheinlich von hier aus. Dann machen wir doch erst das hier und gehen aber von der Polizeiwache aus dahin. So, wo sind die Tauben? Wenn man sie sucht, gehen wir mal wieder auf Taubenjagd. Howards Taube. Nicht wegfliegen, bitte! Bleib da, Täubchen, bleib da. Oh, 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 kriegen wir sie gleich? Ah, nee, so schnell geht's doch noch nicht. Bleib da, bleib da. Jawohl, wir haben sie gleich. Bleib da! Oh, wir haben sie, nice. Okay. Hey, so schnell haben wir, glaube ich, noch nie eine von den Tauben erwischt. Wir holen uns gleich die nächste Katzenmission da oben. Ich hoffe, also ich glaube, es gibt da bestimmt noch eine Nebenmission, wenn wir alle von denen gemacht haben. Da bin ich mir relativ sicher. Die Kameras sind nicht billig. Wenn Felicia knapp bei Kasse ist, warum lässt sie dann hier liegen? Ich liebe es, wenn du mich jagst, Spinne. Irgendwann darfst du mich auch kriegen, aber heute nicht. Ah, da ist auch schon wieder etwas Kunst von Felicia hier untergebracht worden. Schoko oder Vanille? Ich bin für Schoko auf jeden Fall. So, Foto machen, weitergehen. Was ist doch Foto hier? Na bitte. Blackhead führt gern Leute an der Nase herum. Am liebsten mich. Miau. Miau, miau, miau. Oh, Drohnenherausforderung ist das hier. Oh ne, ist das... Schauen wir mal. Ah ne, es ist glaube ich nicht wieder so eine Mission, wo ich mich unsichtbar machen muss. Das ist noch was anderes. Oh, hier gibt es sogar eine Moschee, oder? Sieht so aus. Cool. So. Dann mal hier rüber. Holen Sie Ihre Kinderfreunde, denn diese Lektion hier... Das sieht nach diesem Bombentyp aus. Nur, dass er diesmal Kameras mit einer Drohne verteilt. Ich sammle die lieber ein und zerstöre die Drohne. Ich glaube, die Rätsel in Octavius Labor können nicht zu 100%. Dafür gehört diese Drohne dazu. Folge den Drohnen, die auf ihrem Weg Spionagekameras abwirft, um Bonuspunkte zu verdienen. Bewege dich durch ihre blaue Verbindungsfeld. Okay, also einfach nur der Drohne hinterher. Ich muss der Drohne folgen. Kapier ich. Irgendwie müssen wir immer Drohnenaufgaben hier bei diesen... Hab sie. Bei diesen Dingern machen. So, ich weiß gar nicht, wie viel wir von den Dingern einsammeln müssen. Ob wir alle einsammeln müssen? Keine Ahnung, naja. Die Drohne wird es uns schon noch verraten. So, sie hat auf jeden Fall ein weiteres gedroppt. Drop it like it's hot. Nein. Oh. Was tust du denn, Spidey? So. Eingesammelt. Spidey. Spidey. Wo bist du, Spidey? Spidey, ich sehe dich nicht mehr. Ja, ich muss leider aufgeben, weil Spidey sich hier irgendwo verhangen hat. Ach, jetzt ist Spidey wieder da. Spidey.
Nicht gut. Nicht gut, Spidey. Das Ganze besser. Das Ganze gut. Besser. Einen Anzug gibt es, einen neuen von Black Cat. Okay, im Anzug gibt es anscheinend einen neuen von Black Cat, wurde mir gerade geschrieben. Das ist ein hochmodernes Teil. Aber das ist ja meistens so, dass man irgendwelche Anzüge freischaltet, wenn man hier Nebenmissionen macht. Ich meine, für die Rucksäcke gibt es garantiert auch einen Anzug. Oder für die Herausforderung gibt es garantiert einen Anzug. Ob es für die Drohne-Herausforderung alleine auch einen Anzug gibt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall für die anderen. Ja, ich darf nicht zu weit wegkommen, ich weiß schon. Ich darf das Ding nicht hier verschwinden lassen ohne mich. Oh, Spidey. Spidey, das kannst du besser. So, oh, schön dadurch. So mag ich das. Ich glaube, wir müssen aber nur dranbleiben an ihr. Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt alle von den Dingern einsammeln. Die bringen zwar alle Punkte, aber am Ende müssen wir es nur schaffen, nah genug an ihr dran zu bleiben und sie nicht entkommen lassen, diese Drohne hier. So. Dröhnchen ist direkt noch vor uns hier. 60 Meter sind kein Problem. Da entkommt sie uns noch nicht. Oh, jetzt geht's das Gebäude hoch. So, jetzt ist sie schon 70 Meter weg. Jetzt sollen wir uns doch vielleicht mal ein bisschen beeilen, Spidey. Kannst du schneller, Spidey. So, genau so. Ah, Spidey, hoch. So, 35 Sekunden müssen wir es noch kriegen. Oh, jetzt ist sie weit weg. Aber wir können es hier fallen lassen direkt. Dann kommen wir wieder schnell hier hinterher. Da habe ich gerade eine verpasst, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ja schon 11 eingesammelt. Und wie gesagt, wir müssen ja nur der Drohne lange genug folgen, glaube ich. Na, noch mehr. Nochmal eine eingesammelt. Serienbonus gibt es jetzt keinen mehr, weil wir jetzt gerade eine verpasst haben, natürlich. Komm jetzt, Drohne, die letzten 12 Sekunden noch, Spidey, stell dich nicht so an. 10 Sekunden noch! Restliche Zeit, 8 Sekunden. So. Okay, wir haben es gleich geschafft. Die Drohne. Oh nein, eine Sekunde. Ich bin zu langsam. Nein! Ah! Genau, da ist sie nämlich dann gelandet. Die Drohne wird langsamer. So. Eingefangen. Hätte besser sein können. Okay, Drohnenherausforderungen sind nicht meine Lieblingsherausforderung. Ja, der macht auf jeden Fall Bunny Hop. Nicht schlecht. Du kannst was. Ich kann auch was. Und ich dachte, Werbeanrufe sind lästig. Naja, seine Kameras sind hinüber. Okay, das... Oh, da oben sind wir rausgekommen. Okay, da sind wir aber weit weg. Na gut, dann gehen wir mal hier runter, machen mal hier die nächsten Aufgaben, die es hier noch gibt. Oh, eine Trophäe haben wir erhalten. Anscheinend sind wir oft genug mit der U-Bahn gefahren. Ja, witzig, wie viele Trophäen ich vorher nicht erhalten habe. Oh, wollte nicht jemand, dass wir auf den Avengers Towers hochgehen? Ich habe gesagt, nö. Ja, tut mir leid, nehme ich zurück. Wir müssen sogar hier hoch auf den Avengers Tower nochmal. Hätte ich auch letztes Mal schon mitnehmen können, das Zeug. Na gut, also, auf zum Avengers Tower. Ihr wolltet den Avengers Tower... Was zur Hölle? Ey, nicht cool. Ich kenne dich. Du warst die Halloween-Deko meiner Nachbarn. Ich bin Taskmaster. Und du wirst jetzt zur Schule gehen. Oh, ich bin... Aua. Mein fotoreflektives Gedächtnis. Alles, was du tust, kann ich imitieren. Das war uncool. Au. Was zum... Ah, Hilfe. Au, der ist nicht cool. Au! Was zur Hölle? Okay, der ist unangenehm. Der kam aus dem Nichts einfach so. Puh. Nicht cool. Okay, mit dem werden wir uns wahrscheinlich noch öfters rumärgern müssen. Okay, Taskmaster. Wolltet ihr nicht schon immer mal kennenlernen? Enttäuscht. Das kannst du doch besser. Willst du mich umbringen oder rekrutieren? Ich bin noch nicht sicher. Deshalb habe ich weitere Aufgaben für dich. Löse sie, als ob dein Leben davon abhänge. Denn das tut es. Oh, okay, Taskmaster wird uns anscheinend immer mal wieder anfangen zu verprügeln, aber ich glaube, diese Aufgaben, die können wir nicht meistern. Die können wir wahrscheinlich erst schaffen, wenn wir alle Herausforderungen gemacht haben. Dann kriegen wir wahrscheinlich einen Anzug oder sowas. Keine Ahnung. So, hier waren wir auf jeden Fall schon mal oben. Hier gibt's die Trophäe. Und echt direkt da drunter war das Ding und ich habe es nicht mitgenommen letztes Mal. Ärgerlich. So, nach unten Spidey. Nein, nach unten Spidey. Nicht nach oben. Säbelzentrale. Brauche Lagebericht von der Museum Mile. Zentrale, Transporter Tango verfolgt entflohene Häftlinge. Wenn ich das öffne, kommt vielleicht der Sandmann raus. Aber ich muss das auch nicht wissen. Ja, ich würde sagen, den Sandmann lassen wir auf jeden Fall drin. Bei den Avengers habe ich den auch schon verprügelt. Stimmt, da habe ich den Taskmaster... Ja, stimmt, da haben wir den Taskmaster... Ja, gleich am Anfang haben wir den Taskmaster verprügelt. In der ersten Mission beim Avengers-Spiel. Ja, jetzt erinnere ich mich. Daher kommt er mir so bekannt vor. Ich gebe euch recht, ich gebe euch recht. Ihr habt recht. Der Chat hat wie immer recht. So, wo müssen wir hier Foto machen? Okay.
Perfekter Fotopunkt, würde ich sagen. Spidey, häng fest. Unser nächster Anrufer war Teil einer grauenhaften Geiselnahme. Erzählen Sie uns bitte darüber. Oh mein Gott, ich dachte, ich muss sterben, aber dann kam Spider-Man und... Der sich nicht um Ihre Sicherheit scherte. Naja, er hat mich gerettet. Reines Glück, Sie hätten gnadenlos ermordet werden können. Klar, aber das hätte auch ohne ihn passieren können. Lassen wir diese vage Spekulation und konzentrieren wir uns auf eine Tatsache. Spider-Man ist es egal, ob Sie leben oder sterben. Wie geil sieht bitte dieses New York hier aus? Das ist echt geil, oder? Das ist richtig, richtig cool, wie das hier aussieht. Auch diese, die Weitsicht, die man hier hat. Alle Einheiten, krass. Okay, genügend New York bewundert. Wir gehen zur nächsten Herausforderung, die hier eine lautlose Herausforderung ist des Taskmasters. Officer in der Nähe von Vanderbilt benötigt. Das ist ein Weitersprung gewesen hier runter vom Avengers Tower. So, einmal öffnen, bitteschön. Was gibt's hier zu holen? Ich muss schnell und leise sein. Schnell und leise ist unsere Spezialität. Nee, meine ist es eigentlich nicht. Schnell und leise ist nicht meine Spezialität in dem Spiel. Schnell vielleicht schon, aber nicht unbedingt leise. So. Gucken wir mal, ob den jemand sieht da. Jetzt sieht ihn niemand mehr. Und er sieht auch nichts mehr. Oh. Oh, war das knapp. Und das war zu knapp. Der andere hat mich gesehen. Nein! Okay. Wenn sie mich sehen, ist die Geisel tot. So, 10 Stück müssen wir hier insgesamt holen von den Ganoven. Wir werden uns hier versuchen, möglichst von oben nach unten zu arbeiten. Das hatte sich in der Vergangenheit... Normalerweise kann man doch immer auf diesen Dingern da oben drauf landen. Spidey! Da oben sollst du drauf, ja genau. So, jetzt noch ein bisschen höher hier. Nein, oben auf dem Wasserturm drauf. Da oben sollst du drauf. Spidey. Nein, Spidey. Nein, nicht runterfallen. Oben drauf. Oben drauf, Spidey. Nein, oben drauf, habe ich gesagt. Ja! Genau, Spidey. Ist doch nicht so schwierig. So, warum sind die beiden in Gefahr, wenn die alle anderen woanders hinschauen? Verstehe ich nicht. Okay, wir gehen mal auf die Lampe drauf. Vielleicht haben wir hier eine bessere Übersicht. Der ist noch in Gefahr. Der hier ist aber nicht mehr in Gefahr. So, da legst du nieder. Mit dem machen wir gleich weiter hier. Können wir nicht von hier aus, alles klar. Aber den hier können wir von hier aus, oder? Ja, können wir. Schlaf gut. So, und dann ganz schnell wieder hier hoch, um hier die Übersicht zu behalten und nicht von den Gegnern gesehen zu werden. So, wo sind die nächsten Gegner? Du bist auf jeden Fall ein Gegner. Ah, hier sind noch welche. Ich glaube, den holen wir von hier oben. Das ist, glaube ich, cleverer, den hier so von hier oben zu holen. Bevor er uns noch irgendwo sieht. So, da waren es nur 6 Gegner. Machen wir das mal dem da direkt weiter. Den sieht nämlich hier auch gerade keiner. Da ist nämlich auch direkt die Geisel gewesen. Also der kann so schnell die Geisel jetzt nicht mehr erschießen. Okay, wie schaut es bei dir aus? Du bist leider Gefahr, weil direkt hinter dir noch einer steht. Den habe ich gesehen, ja. Spidey-Kamera-Probleme. Da drauf, genau. Da bin ich fast durch den Blick des anderen Kollegen da durch. So, schauen wir mal. Der ist leider Gefahr momentan. Der da unten, den hätte ich ganz gerne. Ah, ne, da unten. Der da ist aber sicher. Sicher mag ich. Sicher mag ich gerne. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil hier nämlich zum Beispiel da noch einer ist. Der sieht mich zwar nicht, aber das ist mir nicht sicher genug, den von hier aus auszuschalten. Deswegen machen wir ihn lieber von hier aus. So, da waren es nur noch 2. Und der unten ist sogar sicher auszuschalten. Schauen wir mal, ob wir den auch sicher ausschalten können. Ob das auch sicher bleibt. Wieso kann ich keinen Netz... müssen wir den wieder machen. Den mag ich sehr ungern, diese Attacke, weil die Gefahr immer sehr hoch ist, dass man gesehen wird, wenn man in die Action reingeht. Nein, nicht der letzte. Da war noch ein... Warum ist Spider-Man auch nicht da oben drauf, wo er hingehen sollte? Jetzt nur noch der letzte, der mich vorhin erwischt hat. So. Jetzt verkackst nicht, Spidey. Gut, aber ich kann's besser. Geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Boah. Was gibt's? So, welches Lego-Spiel würde ich empfehlen? Marvel-Lego-Spiel. Boah, das ist die Marvel-Lego-Spiele sind schon so lange her, dass ich die gespielt habe teilweise. Deswegen weiß ich da gar nicht mehr, welches von den... Also, die waren natürlich alle okay oder gut, aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, welches da besonders gut war oder so.
Marvel Super Heroes war echt ganz cool, also bis auf diese Herausforderungen, also Marvel Super Heroes 2, diese Herausforderungen, die waren ein bisschen uncool. Die haben nicht ganz so viel Laune gemacht, muss man sagen, also diese Herausforderungen, wo man alle nicht auf der Karte... Markierte Terroristen sind in einem Truck auf der Flucht. Verfügbare Officer, bitte nach Yorkville. Eingezeichnet bekam, was man tun muss. So, Endstation. Oh, nicht cool, Kollege. So, einmal aussteigen, bitteschön. So, Kollege. Gehen wir jetzt mal bitte raus hier und dann stoppen wir den Wagen. Das ist natürlich nicht so leicht, aber wir wissen, was wir tun müssen. So, Bombe ist gestoppt. Bombe im Laster. Ich muss sie entschärfen. So, machen wir doch direkt hier. Die entschärfen. Ach ja, Bomben entschärfen, richtig. Das ging ja so. Nein, nicht die Gegner entschärfen. Die Bombe soll es entschärfen. Ups. Boom. So, Gegner jetzt auch noch besiegen kurz. Gegner nochmal eine Tür draufhauen. Gegner am Boden festnageln. Und dann haben wir es geschafft. Das war leicht. Da wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Zum Film mit der Bombe im Bus. Wie ist der nochmal? Tempo? Superschnell? Film mit Bombe im Bus. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Aber so Thriller ist normalerweise auch nicht das, was ich mir anschaue. Oh, hier ist auch schon wieder eine Schlägerei. Die Jungs sind nicht meine größten Fans, aber die Dämonen dürfen sie nicht töten. So. Hier wird niemand getötet. Dafür sorgen wir. Wir besiegen nämlich einfach alle. Beide Seiten. Oh, Raketenwerfer. So. So stellt man sich hier als Spider-Man vor. Hello there. Ist das Motto der Stunde. So. Du willst auch noch was? Keine Probleme. Die kommen hier alle zu uns. So. Ups. Das Ding müssen wir auch nochmal nehmen. Bitteschön. So. Macht man hier Stimmung, habe ich gehört. Dämonenverstärkung. Wenigstens sind sie umweltfreundlich und machen Carsharing. Das stimmt, ja. Sehr, sehr umweltfreundlich, die Dämonen. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Aber sie könnten auch mit den Öffentlichen fahren, dann wären sie noch umweltfreundlicher. Aber ich glaube, das wäre doch ein bisschen auffällig, wenn hier die ganzen Typen mit der Maske in der U-Bahn sitzen würden. Allerdings wäre es auch wieder eine lustige Vorstellung. Na, oh, den können wir direkt ausschalten. Der ist noch betäubt, schalt ihn doch aus. Ach ja. Okay, da haben wir relativ viel Zeit immer, um die auszuschalten. So. Nochmal eine Finisher für dich und dann gleich nochmal für den Kollegen, der hier um die Ecke irgendwo rumstand. Bam! So, du hast auch noch nicht genügend eingesteckt. Ein Glück, dass wir noch genügend für dich haben. So, schön, dass sich alle einig sind. Sie hassen mich alle. Ja, schön, wenn man beliebt ist bei dir, gell? Alle Einheiten, bewaffnete Entflohene greifen Polizeifahrzeug an. Officer bei Vanderbilt, Augen auf. Wo ist das Ding? Ist da irgendwo ein Eingang da unten? Oder kommen wir da von der anderen Seite rein? Ah ne, der hängt da irgendwo, der Rucksack. Ist da eine... Wie kommen wir da runter? Ist das diese Höhle, wo wir auch schon im anderen Teil mal drin waren? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oder geht's da unten irgendwo rein? Ah! Hier ist Säbelzentrale. Brauche ein Update zur Lage in Yorkville. Zentrale, Transporter Tango verfolgt entflohene Häftlinge. So, gefunden! Just the Facts with JJJ. Das gab mir Jameson bei seiner Abschiedsparty im Bugle. Ich dachte, niemand würde seine Talkshow hören. Falsch gedacht. Speed hieß der Film. Alles klar, danke für den Hinweis. Wegen Spider-Man finde ich die Anzüge am besten. Ich glaube tatsächlich die... Von Tobey Maguire, glaube ich, finde ich die Anzüge am besten. Fand mir, glaube ich, am besten. Bei Tom Holland, finde ich, die sehen immer so nach Stoff irgendwo aus. Nicht so metallisch verstärkt oder so. Also natürlich der spätere dann schon, aber der ist dann wieder so ein bisschen over the top, finde ich, der andere Anzug da. Also, ne, ich glaube beim normalen Spider-Man, beim ersten, fand ich sie am besten. Ach, hier sind auch noch Sachen versteckt, die können auch noch dazu hier in das Viertel. Alles klar. Na gut, dann... Einbruch gemeldet. Brauchen Officer am Tatort. Einheit bitte zum Museum Miles. Einbruch, alles klar. Dann werden wir hier den Gegnern gleich auch noch hier ein bisschen was brechen. Brechen wir mit unserer Faust in ihr Gesicht ein. Die sind aber oben, glaube ich. Die sind hoch oben schon auf dem Gebäude. Genau, ja, stimmt's. Die Fraktionen sind natürlich ähnlich wie in den anderen Spielen. Alle haben ihren Schlüssel vergessen. Wie schafft er das so schnell? Ein bisschen auf jeden Fall ähnlich. Ups, wie bei Miles Morales. Wobei man dann sagen muss, im Zweifelsfall hat eher Miles Morales sich hier bedient. So. Oh ja, das finde ich auch. So, da legt sie nieder. Wo ist ein anderer Kollege hin? Da ist er. Na, komm her. Boom, erledigt. Seht's mal so. Wenn ich euch nicht gestoppt hätte, wärt ihr noch viel länger im Knast.
Ja, man hilft, wo man kann. Ich glaube aber, sie sehen das nicht so. Befürchte ich, lieber Peter. Sie haben da möglicherweise eine bisschen andere Ansicht darüber. Aber das ist nur so. Das ist nur so meine Ansicht dazu. Hier ist der Rucksack. So, Rucksack gefunden. Die alte Kamera von ihm. Hey, meine erste Kamera. Ich hatte sie vom Flohmarkt. Sie braucht noch Filme. Ja, der Film ist hier vorbei. Keine Filme. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.